Moin moin und herzlich willkommen bei tariftipp.de zum Test des Honor 50. Jawohl, ich habe ja kürzlich das kleinere Schwestermodell, das Honor 50 Lite, getestet und da so die eine oder andere Schwachstelle gefunden. Hier beim Honor 50 sieht die Sache ganz anders aus. Honor findet zurück zur alten Stärke mit dem Honor 50, könnte man auch sagen. Das Smartphone gibt es gerade zu einem Aktionspreis von 469 €. Und ja, ist wirklich ein hervorragendes Smartphone der gehobenen Mittelklasse mit einem prima Kamera-Setup und ja, ganz vielen tollen Features. Alles, was ihr wissen müsst zum Honor 50, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Test des Honor 50 und schon geht das los. Wir starten um 12.36 Uhr mit dem Unboxing hier, der gewohnt schlichte Verkaufskarton des Honor 50, ganz in weiß gehalten. Es gibt das Smartphone in vier Farben, in schwarz, in grün. Wir haben hier die Farbe Honor Code, die gibt es allerdings nur in dem Shop direkt bei Honor. Auf Amazon gibt es dann auch noch eine silberne Crystal, Frost Crystal Variante. Ja, im Lieferumfang befindet sich hier ein SIM-Tool und ein bisschen Papierkram und glücklicherweise auch eine Handy-Schutzhülle aus Silikon. Wunderbar, so soll es sein. Dann haben wir noch ein USB-Kabel und das Netzteil, Kopfhörer ist nicht dabei. Ja, eines der Highlights des Honor 50 ist ganz ohne Frage das Gehäuse, meiner Meinung nach zumindest. Es ist zwar aus Kunststoff, aber es wirkt sehr, sehr wertig, super verarbeitet und das Handy ist auch geätscht vorne und hinten. Dadurch liegt es sehr gut in der Hand. Einen Wasser- und Staubschutz gibt es hier leider nicht, lediglich einen kleinen Spritzwasserschutz, aber bitte nicht ins Wasser springen. Das Handy ist 160 mm hoch, 74 mm breit und sehr schlank. Nur 7,8 mm beträgt die Bautiefe, 175 Gramm und das Ganze wirkt sehr edel. So, das nächste Highlight ist der 7 Zoll große Bildschirm des Honor 50, wie gesagt, hier geätscht vorne und hinten, nicht ganz so stark wie früher, aber doch sieht sehr edel aus. Auflösung Full HD Plus und Pixeldichte hier scharfe 392 ppi. Es ist ein OLED-Panel mit einer entsprechend guten Blickwinkelstabilität. Und ja, das Smartphone kommt im 19,5:9 Format, ist also nicht ganz so länglich wie einige anderen und beherrscht natürlich auch eine schnellere Bildschirmwiederholrate und zwar bis zu 120 Hertz. Ihr könnt es auf dynamisch stellen, dann entscheidet das Smartphone selbst, wann es Sinn macht. Ich werde jetzt hier einfach mal für diesen Test das auf 120 standardmäßig einstellen. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, schön fluffig das Display. Und ja, auch die Bildschirmhelligkeit ist hier ganz hervorragend, muss ich sagen. Also 850 Candela haben wir hier gemessen, richtig hell, also auch draußen bei Sonnenlichteinstrahlung überhaupt kein Problem. Also insgesamt toller Bildschirm beim Honor 50. Kurzer Blick auf die Bedienelemente hier, der Powerknopf und die Lautstärke, ja, kann man kaum sehen, sehr schmal, aber sehr edel gemacht, die Knöpfe, tolle Druckpunkte. Dann haben wir hier den Mono-Lautsprecher, leider kein Stereo-Smartphone, schade. Daneben dann der USB-C-Anschluss, ein Mikrofon und das SIM-Fach auf der anderen Seite, hier ist gar nichts. Und oben haben wir dann auch zwei Mikrofone, leider kein Klinkenanschluss hier beim Honor 50. Ja, die Rückseite ist frei von irgendwelchen Störfaktoren. Wir haben hier nur die Kameraeinheit mit dem Blitz. Fingerabdrucksensor ist unter dem Display, da kann man ihn schon erkennen, untergebracht. Funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen. Zuverlässig, schnell, das ist alles kein Problem. Es gibt bei diesem Smartphone auch eine sehr, sehr gut funktionierende Gesichtserkennung. Man kann das Smartphone ausschalten, auf den Tisch legen. Wenn man es aufnimmt, braucht man nichts zu machen. Kein Knopf zu drücken, kein gar nichts, wird sofort automatisch entsperrt, so wie es eigentlich sein soll. Das ist bei vielen Smartphones leider nicht so schön gelöst wie hier beim Honor 50. Ja, Softwareausstattung natürlich Android 11, aktuelle Version ist hier aufgespielt und dann haben wir darüber noch die Magic UI in der Version 4.2. Ja, den habe ich euch letztens schon vorgestellt beim Honor 50 Lite, sieht hier genauso aus. Ich komme damit super klar, muss ich sagen. Ich zeige mal so ein paar Screens hier, die Schnittstellen zum Beispiel. Das ist alles so ein bisschen bläulich gehalten von der Optik her. Hier ist es so eingestellt, dass alle Apps auf den Homescreens verteilt werden. Das kann man natürlich auch ändern, wenn man will. Google Discover Newsfeed ist auch mit an Bord. Und ja, ansonsten, was haben wir hier an zusätzlichen Apps? So ein paar Honor-Apps sind vorinstalliert. Ansonsten relativ wenig Bloatware. Es gibt hier noch diese schöne Tipps.
App von Honor. Das ist eine Art digitale Bedienungsanleitung. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, euer Smartphone so ein bisschen näher kennenlernen. Lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Ist schön gemacht, finde ich. Und es sind auch viele hilfreiche Tipps tatsächlich hier aufgeführt, sodass man das Honor 50 spielerisch quasi kennenlernen kann. Wunderbar. Ja, zum Ändern des Hintergrunds muss man hier so zusammenziehen mit zwei Fingern auf irgendeinem Homescreen. Dann kann man hier tatsächlich sich einen von vielen schönen Hintergrundbildern aussuchen. Man kann übrigens auch einstellen, ob dieses Hintergrundbild starr einfach fest ist oder ob es so von links nach rechts scrollt. Ich habe jetzt hier mal auf Scrollen das Ganze eingestellt, und zwar sowohl auf dem Startscreen als auch auf dem Sperrbildschirm. Deshalb dauert das hier auch einen kleinen Moment, aber dann ist das Ergebnis wirklich ganz schön. Hier kann man sehen. Ja, wir sind beim Thema Ausstattung und Performance und schauen uns mal den AnTuTu Benchmark-Wert an, den wir hier erzielt haben. 450.299 Punkte erreicht das Honor 50. An Bord ist der Qualcomm Snapdragon 778G, eine Octa-Core-CPU mit 2,4 GHz Taktung. Und ja, ich starte hier nochmal diesen Pirate Ship Benchmark Test. Da seht ihr hier im Normalmodus an die 100 Frames per Second. Das ist ein hervorragender Wert. Wenn ich jetzt auf Ultra gehe, lande ich immer noch bei 35. Also die GPU hier, die Grafikchip vom Snapdragon 778G ist wirklich ganz hervorragend. Also das macht richtig Spaß. Und ja, man merkt es auch an anderen Apps, zum Beispiel hier Google Maps rufe ich mal auf, blitzschnell da. Und auch wenn man durch eine Webseite scrollt, wartet man nicht. Ich zeige euch hier mal die Handy-Tarifaktion auf tariftipp.de. Also das flutscht alles super schnell, keine Wartezeit, so wie es sein soll. Wunderbar. Ja, nochmal einen Blick auf die schöne Rückseite hier mit diesem wunderbaren Logo-Design. Fingerabdrücke werden hier nicht hinterlassen. Und ja, der Akku ist fest verbaut, 4300 mAh ist die Kapazität. Das reicht zu einer Akkulaufzeit von etwa 10 Stunden. Das ist okay, induktiv ist er leider nicht ladbar, dafür aber schnell ladbar, und zwar mit nicht weniger als 66 Watt. Hier seht ihr das mitgelieferte Netzteil. Also das ist wirklich ein Turbo-Lading, das gibt es gar nicht. Also in 10 Minuten habt ihr irgendwie schon wieder 3-4 Stunden Nutzungsdauer reingepumpt in das Smartphone. Das ist echt toll. Ja, der interne Speicher liegt hier bei unserem Testmodell bei 128 GB. Es gibt auch eine Variante mit 256 GB. Das ist wichtig, weil wir hier keine MicroSD einlegen können, sondern nur zwei Nano-SIMs. Dual-SIM ist also möglich. Speichererweiterung leider nicht. Aber gut, könnt ihr euch ja überlegen. Ich glaube, 50 € beträgt der Aufpreis für das größere Modell. Macht wahrscheinlich Sinn, das zu investieren. Ja, jetzt kommen wir zur Kameraausstattung. Hier die Hauptkamera sieht nach 20.000 Objektiven auf, sind aber eigentlich nur drei, nämlich die Hauptkamera, Ultraweitwinkel und Makro ist an Bord. Die vierte Linse hier ist der ToF-Sensor. 108 Megapixel ist die maximale Auflösung bei der Hauptkamera. 32 Megapixel ist die Auflösung hier bei der Selfie-Cam. Und ja, Beispielbilder zeige ich euch später. Erst wollen wir noch mal einmal schnell durch die Foto- und Video-App durchhoppen. Ich zeige euch mal die Modi, die es hier gibt. Es gibt diesen wunderbaren Blendenmodus, den kennen wir auch von Huawei und von älteren Honor-Smartphones. Damit kriegt man eigentlich die schönsten Bokeh-Fotos hin. Porträtmodus ist auch an Bord, Nachtmodus. Im Porträtmodus kann man den Bokeh nur an- oder ausschalten, aber nicht regeln. Beauty-Modus kann man regeln, aber nicht nach unterschiedlichen Kriterien, sondern einfach nur von 0 bis 10. Das hier ist der normale Fotomodus. Hier gibt es die drei Brennweiten, weit, einfach und dann zweifach digital, wird hier reingezoomt in den Sensor. Man kann natürlich auch weitergehen. Zweifach, da zeige ich euch später noch mal ein paar Beispielfotos. Zweifachaufnahmen sind super. Darüber hinaus wird es dann vielleicht doch ein bisschen pixelig. Ja, das ist der Videomodus. Maximale Videoauflösung liegt hier bei 4K. Die ist auch gerade eingestellt. Dann ist die maximale Framerate hier 30 Bilder pro Sekunde. Wenn man jetzt runtergeht auf Full HD, dann, ich mache das mal, wird hier auch empfohlen, dann geht nämlich die Bildrate hoch auf 60 FPS, also Frames per Second, Bilder pro Sekunde, und dann kriegt man wesentlich fluffigere Videos, würde ich euch wirklich raten, diesen Modus zu wählen. Ja, Multi-Video-Modus gibt es natürlich auch, da wird die Selfie-Cam und die Hauptkamera gleichzeitig bemüht, und dann kann man hier so schöne Videos drehen, wo man sich selbst sieht, also die Selfie-Cam und die Hauptkamera werden quasi parallel geschaltet, und da gibt es hier ja diverse Einstellmöglichkeiten, müsst ihr mal ein bisschen rumfummeln. Auf jeden Fall könnt ihr hier ein wunderschönes Dual-Video erstellen, auch das gefällt mir gut. Und hier sind die weiteren Modi, Zeitlupe ist dabei, natürlich HDR, Zeitraffer, Profi-Modus, Panorama. Man kann auch eine Story erstellen und man kann natürlich auch den Makromodus anmachen. Es gibt hier eine dedizierte Makro-Linse, das ist diese hier rechts.
Und da müsst ihr dann ganz dicht rangehen an das Objekt eurer Begierde. Ich nehme hier immer gerne meine Alien-Figur. Mache hier mal ein kurzes Beispielfoto und zeige euch das. Und das ist auch überraschend gut, die Qualität von diesen Makroaufnahmen. Und ja, also insgesamt wirklich sehr, sehr erfreulich. Selfie-Modus gibt es natürlich auch hier. Auch da kann man den Bokeh aktivieren oder deaktivieren. Einstellen kann man den Bokeh leider nicht. Aber gut, jetzt wollen wir uns mal die Beispielfotos gemeinsam anschauen. Viel Spaß. Ja, mein Kanickel heute mal drin. Wir schauen uns mal die Fotos an, die ich mit dem Honor 50 so gemacht habe. Fast alle im Automatikmodus. Hier mein Kanickel jetzt im Stall bei mittleren Lichtverhältnissen. Achtet bitte wie immer auf das Fell und auch auf die Härchen an den Ohren. Also das ist wirklich gut, schön scharf, schön detailliert und auch das Fell ist gut durchzeichnet. Farben sind auch schön natürlich. Also das kann Honor einfach. Hier mein Kater, das ist jetzt unverkennbar im Badezimmer. Bei nicht so guten Lichtverhältnissen, okay, da wird es dann ein bisschen fusselig. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass mein Kater wirklich sich nicht gerne fotografieren lässt. Er bewegt sich immer dabei, auch wenn es nicht so aussieht. Aber die Aufnahmen sind doch alle ganz schick. Ja, paar Farbproofs hier, Grün und Herbstlaub. Das ist alles sehr natürlich, finde ich, nicht übertrieben. Und die Schärfe stimmt auch. Auch die Schärfe an den Bildrändern geht in Ordnung. Das hier ist jetzt eine Nachtaufnahme im ganz dunklen Schuppen. Auch das ist super geworden, finde ich. Und dann habe ich nochmal zwei Bokeh-Aufnahmen gemacht, beziehungsweise zwei Aufnahmen. Das hier ist ohne Bokeh. Nee, Quatsch, das ist mit in der Porträtfunktion und das hier ist mit der Blendenfunktion. Also ihr seht die Blendenfunktion. Der Blendenmodus ist, finde ich, viel, viel besser. Ja, Brennweitenreihe, das ist der Ultra-Weitwinkel. Das hier ist der einfach. Nee, das normale Objektiv und das hier ist der Zweifach-Tele. Das geht alles in Ordnung. Hier kommen noch zwei Selfie-Aufnahmen. Auch die finde ich gelungen, vom Motiv mal abgesehen. Das hier war im Garten und das hier im Innenraum. Ja, noch ein bisschen müde, der gute Herr Struckmeier. Aber ansonsten passt das alles. Und jetzt wollen wir uns mal das Beispiel-Video ansehen. Los geht's! So, kurzes Beispiel-Video wie immer. Angeschmissen habe ich jetzt hier die Hauptkamera vom Honor 50 und ich filme in der maximalen Videoauflösung. Die liegt hier bei 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Es gibt keinen optischen Bildstabilisator bei diesem Smartphone, aber ich denke mal, die Videoqualität dürfte trotzdem ganz okay sein. Ich habe wie immer die internen Mikrofone genutzt bei diesem kurzen Clip. Und das soll schon gewesen sein. Jetzt geht's weiter mit dem Fazit. Ja, Fazit zum Honor 50. Honor ist wieder da, würde ich mal sagen. Ein schönes Smartphone. Es gibt ein paar Dinge, die hier fehlen zur High-End-Klasse in der Ausstattung. Ganz einfach, es gibt keinen Wasser- und Staubschutz, keine Speicherweiterung, keine Stereo-Lautsprecher, kein Klinkenanschluss und auch kein kabelloses Laden des Akkus. Das waren die Kontrapunkte. Ansonsten, ja, seht ihr links die Pro-Punkte, die habe ich alle schon genannt. Ich will nochmal zusätzlich erwähnen, dass wir hier Wi-Fi 6 an Bord haben, also die aktuelle AX-Variante. 5G wird natürlich auch unterstützt. Und ja, was einfach super ist bei diesem Smartphone, ist, dass dieser Akku so ultra schnell geladen werden kann und dass das Smartphone insgesamt auch wirklich sehr schnell ist. Also der AnTuTu Benchmark-Wert hat mich hier ein bisschen gewundert. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt eher gedacht, dass da was um die 600.000 rauskommt. Also das Smartphone fühlt sich schneller an, als es das Datenblatt hergibt. Schönes Display im OLED-Technik mit 120 Hertz Wiederholrate. Und ja, Kamera habt ihr eben gesehen, ist auch sehr gut. Also insofern schönes Smartphone. Links unten seht ihr die Wettbewerber. Das soll es gewesen sein zum Honor 50. Wie gesagt, derzeit kriegt ihr die, ich glaube sogar die große Variante mit 256 GB und 8 GB RAM Arbeitsspeicher für 470 Euro auf Amazon. Im High Honor Store gibt es die gleiche Variante für 479 Euro, also 10 Euro mehr. Und ja, das soll es gewesen sein zum Test des Honor 50. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren zu diesem neuen Smartphone. Vielleicht hat euch das Video ja auch gefallen. Besucht bitte auch mal meine Webseite tariftipp.de, tonnenweise Informationen zu allen möglichen Handys, Tests, Bilder und so weiter, Vergleiche und Handykonfigurator. Das war's, macht's gut, bis dann, tschüssing.